Hallo zusammen. Wie ihr wisst, ich bin Uwe Achilles vom Theater der Jugend. Und das hier, das ist Dango. Warum stelle ich euch heute Dango vor? Ich will euch eine Geschichte erzählen von einem tapferen Esel. Und Dango ist im Moment auch ein ganz tapferer Kerl, weil er nämlich krank ist und wir viel Salbe schmieren müssen. Er das aber ganz toll macht. Der tapfere Esel, ein Märchen aus Kasachstan. Der Esel war es überdrüssig, Lasten zu tragen, und so sagte er eines Tages zu seinem Gefährten, dem Kamel: »Hey, Kamel, ich habe es satt, immer nur Lasten zu tragen. Mein Rücken ist schon ganz zerschunden. Lass uns ausreißen und nach Herzenslust zu zweit in Freiheit leben.« Das Kamel schwieg, überlegte eine Weile und sagte: »Du hast recht. Wir haben einen schlechten Herrn. Futter gibt er uns wenig, Arbeit aber viel. Ich würde ja gerne flüchten. Nur wie?« Der Esel aber hielt die Antwort schon bereit. »Das habe ich alles schon überlegt. Keine Sorge«, sagte er. »Morgen wird unser Herr uns schwer beladen, um Salz in die Stadt zu bringen. Zuerst werden wir ihm gehorsam folgen. Wenn es aber bergauf geht, fallen wir beide auf der Stelle um und tun so, als hätten wir keine Kraft mehr. Wenn uns der Herr beschimpft und an unserer Leine reißt, bleiben wir trotzdem liegen. Irgendwann wird er müde werden und nach Hause laufen, um Hilfe zu holen. Und dann sind wir in Freiheit. Wir können laufen, wohin wir wollen, wenn uns die Beine nicht versagen.« Da wurde das Kamel fröhlich. »Das hast du dir gut ausgedacht. Genau so machen wir es.« Gespannt warteten sie den nächsten Tag ab. Früh am Morgen band ihnen ihr Herr, genau wie sie es erwartet hatten, die Säcke mit Salz auf und trieb die Tiere in die Stadt. Die Hälfte des Weges gingen sie wie immer. Das Kamel voran, der Esel hintendrein, hinter ihnen der Herr mit dem Stock. Als sie nun bergauf liefen, fielen der Esel und das Kamel hin und stellten sich kraftlos. Sie taten so, als würden ihre Beine sie keinen Schritt weitertragen. Ihr Herr fluchte: »Macht schon, ihr Biester, faules Pack! Sofort aufstehen, sonst setzt es Hiebe!« Das Kamel und der Esel aber rührten kein Ohr. Sie lagen weiter da, als hörten sie nichts von dem Gebrüll. Da wurde der Herr richtig böse und riss fest an der Leine seiner Tiere. Als sie sich immer noch nicht regten, schlug er sie sogar mit seinem Stock. 39 Hiebe versetzte er dem Kamel. Es rührte sich nicht. Als er aber zum 40. Hieb ausholte, brüllte das Kamel los und sprang auf. »So, so, das wurde aber auch Zeit«, sagte der Herr und nahm sich den Esel vor. Er schlug den Esel 40 Mal, doch der stöhnte nicht. Er schlug den Esel 50 Mal und der zuckte nicht mit den Wimpern. Er schlug den Esel 60 Mal, doch der lag noch immer da, wie er gelegen hatte. Da merkte der Herr, dass es schlimm um den Esel stehen musste. Er war offensichtlich nicht in der Lage, weiterzuarbeiten. Das war ein großes Unglück, aber was sollte er tun? Er nahm die Last vom Esel ab, band sie dem Kamel um und setzte den Weg fort. Das Kamel schleppte sich nun mühsam voran und verfluchte den Esel. »Vermaledeiter Esel, deinetwegen wurde ich geschlagen und muss nun die doppelte Last tragen.« Der Esel jedoch wartete, bis der Herr und das Kamel hinter dem Bergpass verschwanden, sprang auf und lief fort, so schnell ihn seine Beine trugen. Er lief 3 Tage, lief über 3 Berge und durch 3 Täler und erreichte schließlich eine große Wiese an einem reißenden Fluss. Dem Esel gefiel die Wiese, hier wollte er bleiben. In dieser Gegend herrschte aber schon seit vielen Jahren ein mächtiger Tiger. Eines Tages entschloss sich der Tiger, seine Besitztümer in Augenschein zu nehmen. Er machte sich am Morgen auf den Weg und stieß zu Mittag auf den Esel. Der Esel spazierte über die Wiese, wedelte mit dem Schweif und rupfte genüsslich Gras. Der Tiger dachte: »Was ist das für ein Tier? So etwas kam mir noch nie unter die Augen.« Auch der Esel schaute auf den Tiger und wurde starr vor Schreck. »Jetzt ist mein Ende gekommen«, dachte er. Doch dann überlegte er: »Bevor es mich auffrisst, zeige ich dem schrecklichen Tier, wie tapfer ich bin.« Er stellte seinen Schweif hoch, wackelte mit den Ohren, riss das Maul weit auf und brüllte aus voller Eselskehle.
Dem Tiger wurde schwarz vor Augen. Er schreckte zurück und rannte, was er konnte, ohne sich umzuschauen. Unterwegs auf seiner Flucht begegnete dem Tiger die Elster. »Vor wem hast du dich so erschrocken, Gebieter?« »Vor einem Tier, das schrecklicher ist als alles auf der Welt. Anstatt Ohren hat es Flügel. Die Schnauze ist wie ein riesiger Schlund und es brüllt so, dass die Erde wackelt und der Himmel zittert.« Die Elster plapperte, plauderte und fragte den Tiger nach allem ganz genau aus. Dann sagte sie, »Warte mal. Ich fliege auf die Wiese und sehe nach, was dort für ein Tier herumläuft und was es treibt. Ich werde alles genau auskundschaften und dir melden.« Damit flatterte die Elster zur Wiese. Der Esel sah sie von Weitem, legte sich hin und streckte alle Viere von sich. Die Elster spähte herunter und dachte, das furchterregende Tier, das sogar den mächtigen Tiger in Angst und Schrecken versetzte, hatte sein Leben ausgehaucht. Da wurde sie übermütig und ließ sich auf den Esel nieder, stolzierte auf ihm hin und her und überlegte, was sie dem Tiger von ihrem Sieg über dieses Ungeheuer vorlügen konnte. Doch da entdeckte sie zu ihrem Unglück in der Erde ein Weizenkorn und zielte schon mit ihrem Schnabel darauf. Als sie nicht aufpasste, wurde der Esel mit einem Schlag wieder lebendig. Er stellte seinen Schweif hoch, wackelte mit den Ohren, riss das Maul weit auf und brüllte aus voller Eselskehle. Da bekam die Elster so einen Schreck, dass sie aufflatterte und die Hälfte ihrer Federn dabei in alle Winde wegflogen. Komplett zerzaust suchte die Elster das Weite. Als sie zum Tiger zurückkam, rief sie ihm von Weitem schon zu: »Rette dich so schnell du kannst! Ganz zerrupft bin ich, und dabei konnte ich nur mit Glück dem riesigen Maul dieses Ungeheuers entkommen. Pass auf, dass es dir nicht ebenso geht.« Der Tiger bekam es beim Anblick der armen Elster und bei ihrem Bericht mit der Angst zu tun. Er packte seine 7 Sachen, zog für immer in weit entfernte Lande und ward nie mehr gesehen. Der tapfere Esel aber lebt noch immer auf der großen Wiese und genießt dort nach Herzenslust das grüne Gras. Und seine Freiheit. So, ich würde mich freuen, euch bald wiederzusehen. Hier bei Theater der Jugend im Kinderzimmer und hoffentlich nach dem Sommer wieder auf der Bühne im Theater der Jugend. Bis dann!